mich sehr, dass wir Wilhelm Schmid heute Nachmittag zu Gast haben. Ich ganz kurz ein paar Worte zu ihm. Herr Schmid gilt als freier Philosoph in Berlin, hat eine Philosophie, hat er der Universität in Erfurt gelehrt, ist bekannt geworden vor allem auch durch eine umfangreiche Vortragstätigkeit, nicht nur in Deutschland, seit 2010 beispielsweise auch in China. Er hat außerdem viele Jahre, ich glaube 10 Jahre lang, als philosophischer Seelsorger an einem Krankenhaus in der Schweiz gearbeitet. Grundlegend kann man sagen, aus seiner Publikation sicherlich 1998, die Grundlegung der Lebenskunst, Philosophie der Lebenskunst. Danach eine Reihe von konkreten Ausführungen dieses Themas. Bücher über Freundschaft, über Liebe, Bücher über Ökologie, vor allem aber auch einige Bücher über das Glück. Was ihm über das menschliche Glück, was ihm dann anscheinend vielleicht ein bisschen suspekt geworden ist, denn es kam dann dieses schöne Buch Unglücklich sein, was ja auch eine Option ist, ne? Sollte man nicht ausschließen. Sein Buch Gelassenheit, was wir gewinnen, wenn wir älter werden, war seit 2014 monatelang ein Bestseller auf der Spiegel Bestsellerliste. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute begrüßen zu dürfen. Wir haben den Vortrag das Motto gestellt: Lebenskunst und integrative Gesellschaft. Bitte begrüßen wir zusammen Wilhelm Schmid. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Erlauben Sie mir zu sitzen. Ist bequemer. Ich möchte diesen Vortrag Gerd Eggers widmen, Humanist hier in Berlin, mit dem ich um das Jahr 2000 sehr viele Diskussionen geführt habe über die Aktualität des Humanismus, der 2011 viel zu früh verstorben ist. Mein Arbeitsprojekt ist schon seit längerer Zeit die Neubegründung einer Philosophie der Lebenskunst. Was ist Lebenskunst? Die Antwort ist einfach: bewusste Lebensführung. Anders formuliert: der Gebrauch des Denkens zur Orientierung im Leben. Das ist eine Fortführung des Projekts der Aufklärung. Sich mit Hilfe des Denkens Zusammenhänge bewusst zu machen, um sie besser handhaben und eventuell verändern zu können. Es ist keine Norm, das Leben bewusst führen zu müssen. Man kann das auch lassen und sich treiben lassen. Es kann allerdings sein, dann von anderen und von den Umständen getrieben zu werden. Die Bewusstheit ermöglicht eine Gestaltung des Lebens, allerdings nicht eine beliebige Gestaltung von allem und jedem zu jeder Zeit. Lebenskunst besteht auch darin, sich bewusst zu sein, dass nicht alles gestaltbar ist, einiges vielmehr hinzunehmen ist. Schon aus diesem Grund geht es in der Lebenskunst nicht um ein gelingendes Leben. Denn an einem solchen Anspruch kann der Einzelne nur scheitern. Die Anstrengung zur Lebenskunst, also zur bewussten Lebensführung, resultiert aus dem Eigeninteresse eines Menschen, möglichst alles im Blick zu haben, was das eigene Leben betrifft oder betreffen könnte. Auch in Lebenskunst als bewusste Lebensführung auf der individuellen Sorge eines Menschen für sich beruht, kann sie dennoch nie beim Ich stehen bleiben, sonst wäre sie keine Kunst, sondern eine Dummheit. Das individuelle Eigeninteresse geht klugerweise über das Ich und sein momentanes Leben weit hinaus und umfasst auch die soziale und ökologische Welt. In die ein Ich immer eingebettet ist.
Jedes Ich wäre verloren ohne ökologische Lebensgrundlagen und ohne andere, die ihm zur Seite stehen. Die Voraussetzung für den Beistand anderer aber ist, dass es seinerseits anderen beisteht und dies als Element seiner Lebenskunst begreift. Und das gilt nicht nur für andere im direkten Umgang, sondern auch für die vielen, mit denen jedes Ich eine Gesellschaft konstituiert. Unter Gesellschaft verstehe ich die Gesamtheit der Menschen an einem Ort, in einer Region, in einem Land mit historisch gewachsenen Grenzen, getragen von den Bürgern im formalen Sinne, aber auch von allen anderen. Die Grundlage der Gesellschaft sind Individuen, die sich mit Lebenskunst, mit bewusster Lebensführung um ihre innere Integrität bemühen und davon ausgehend auch an der äußeren Integrität der Gesellschaft arbeiten. Unter Integrität verstehe ich ein verträgliches Nebeneinander und möglichst viel miteinander, beginnend beim Ich selbst, das sich seiner unterschiedlichen, teils widersprüchlichen Facetten bewusst wird und sie so integriert, dass es zur Freundschaft mit sich selbst in der Lage ist, statt im Krieg mit sich zu sein. Und so auch für integrative Gesellschaften, wenn Gesellschaften auf Individuen beruhen, die mit sich und ihrem Leben gut zurechtkommen, können sie auch Herausforderungen gut verkraften. Und die gibt es immer, Herausforderungen, quer durch die gesamte Geschichte, immer wieder andere. Aktuell sind es ökonomische Krisen, ökologischer Strukturwandel, globale Veränderungen aufgrund neuer technischer Möglichkeiten von Kommunikation und Verkehr und die Flucht vor Krieg und Elend von Menschen aus anderen Kulturen. Die Antworten darauf betreffen nie nur die Gesellschaft im Ganzen, immer auch die Einzelnen mit ihrer bewussten Lebensführung. Was denke ich darüber? Was kann ich selbst tun? Kann ich es allein oder nur mit anderen tun? Selbstverständlich sind solche Herausforderungen immer auch beliebte Anlässe, um die Systemfrage zu stellen. In den Augen einiger hat der Kapitalismus die Situation herbeigeführt, deren individuelle und gesellschaftliche Bewältigung daher zurückgewiesen werden muss, soll das System sich selber helfen und idealerweise zusammenbringen. In den Augen anderer ist das aber eine andere Art von Flucht, um sich nie existenziell mit einer Herausforderung befassen zu müssen, sondern immer alle Probleme und die Suche nach Lösungen anderen anlassen zu können. Mir selbst fehlt jeglicher Glaube, dass ein erdachtes, anderes System in der Praxis auf Anhieb gut funktionieren könnte. Mit großer Wahrscheinlichkeit würden einige Denkfehler wieder Probleme verursachen, die nur durch Reformen zu bewältigen wären. Während die ersten dann schon gleich wieder für ein noch ganz anderes System plädieren würden, warum also sich nicht gleich mit Reformen des bestehenden Systems befassen, wo sie nötig erscheinen? Bezogen auf die sogenannte Flüchtlingskrise fordern die neu hinzukommenden Menschen uns zu einer Selbstbesinnung heraus. Sie haben einen Blick von außen auf uns, auf uns als Individuen, auf uns als bestehende Gesellschaft
dieser Blick von außen regt zur Reflexion und Selbstreflexion an. Das kann ein Anlass für jeden Einzelnen sein, sich und sein Leben zu überdenken und dies als ein Element seiner bewussten Lebensführung zu verstehen. Und es kann ein Anlass für die gesamte Gesellschaft sein, mit der gemeinsamen Reflexion vieler Menschen, sich über sich selbst klarer zu werden und damit zu einem lernenden Organismus zu werden. Einige ängstigen sich vor den möglichen Konsequenzen des Lernens, nämlich dass sich daraus Veränderungen ergeben können. Daher die Versuche, jedes Lernen abzublocken mit der Begründung, die nationale Identität müsse bewahrt werden, die durch den Zustrom von Menschen in Frage gestellt werde. Das ist neben der Kapitalismusausrede eine weitere Variante der Flucht vor Herausforderungen. Die Berufung auf eine Identität ist fragwürdig, denn Identität ist immer bedroht. Das liegt daran, dass sie schon vom Wort her, lateinisch idem, das heißt gleich, gleichbleibend, die Illusion ist, dass etwas gleich bleiben kann, dass etwas unveränderlich bleibt. Das trifft aber für absolut nichts in diesem Universum zu. Anstelle der steifen, immer zu ängstlich bewachten Identität bedürfen wir daher einer Integrität, die zunächst einen relativ festen Kern braucht, der aber grundsätzlich veränderbar ist, wenngleich er nicht permanent verändert werden sollte, um eben eine gewisse Festigkeit bewahren zu können. In einer Integrität ist mehr Platz für andere und für Veränderungen als in einer Identität, die ja nicht von ungefähr heute immer multipler werden muss und damit ihren Begriff nicht mehr entsprechen kann. Selbstvertrauen entsteht dort, wo Selbstgewissheit ist. Selbstgewissheit wiederum dort, wo ein klar definiertes Selbst ist, das seine inneren Zusammenhänge bewahrt, um sie von Zeit zu Zeit wieder neu zu überdenken. Mit wachsendem Selbstvertrauen wächst die Fähigkeit, auch anderen vertrauen zu können und deren Vertrauen zu gewinnen. Die Arbeit an der inneren Gesellschaft, am inneren Wir, wird zur Grundlage für die Arbeit an der äußeren Gesellschaft, am äußeren Wir. Dass ein Ich mit sich gut umgehen kann, ist die Voraussetzung dafür, umgänglicher für andere zu werden und sich ihnen zu öffnen. Wollen wir einen Moment erstmal bei diesem Prozess mit sich selbst bleiben, ein erster Schritt zu dieser Integrität des Ich ist seine Selbstaufmerksamkeit, geleitet von Fragen wie, welche Vorlieben, welche Abneigungen sind mir eigen? Welche Hoffnungen hege ich? Welche Befürchtungen? Wo bin ich mutig? Wo ängstlich? Was kann ich gut? Was nicht? Welche Gewohnheiten pflege ich? Wovon träume ich? Was finde ich schön? Was hässlich? Was waren bisher meine größten Erfolge und meine größten Misserfolge? Was bedeuten mir Werte und welche liebe ich? Was ist mir Freiheit wert? Was die Verbundenheit mit anderen Menschen? So gewinnen wir, indem wir Antworten auf diese Fragen suchen, einige Selbstkenntnis, auch in Bezug auf unsere inneren Gegensätze und Widersprüche. Mit der Aufmerksamkeit und Besinnung auf uns, jede und jeder für sich, lernen wir die eigene Wirklichkeit und unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten und Vorlieben kennen, auf die wir bauen können,
aber auch unsere Unmöglichkeiten, Unfähigkeiten und Abneigungen, die jede und jeder von uns an sich hat, auf die wir Rücksicht nehmen sollten, deswegen sie kennenlernen sollten. Auf dieser Basis erst wird eine Selbstdefinition möglich, die unserem eigenen Selbst gewollte und bewusste Konturen gibt. Eine eigene Erfahrung von Sinn erwächst aus der Festigung innerer Zusammenhänge aus uns selbst heraus. Dazu ist es nötig, sich mit sich erstens zuallererst über die wichtigsten Beziehungen in unserem Leben zu verständigen. Welche Beziehungen der Liebe und der Freundschaft sind mir so wichtig, dass ich mich über sie definieren will. Niemand außer mir kann das wissen. Nur ich selbst kann den für mich wichtigsten Menschen die gebührende Aufmerksamkeit zukommen lassen, um im Gegenzug auf ihre Zuwendung hoffen zu dürfen. Und was sind zweitens die wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben, die ich als feste Elemente meines Selbst betrachten will? Mit der immer neuen Erinnerung an sie kann ich mich, wenn ich mich verlieren sollte, was im Leben vorkommt, immer wieder finden. Was ist ferner drittens mein Traum, dem ich im Leben folgen will, mein Weg und vielleicht mein Ziel, meine Sehnsucht, mein Wohin, Wofür, Wozu? Mit Zielen und Zwecken, die ich vor Augen habe, kann ich meinem Leben sehr viel Sinn geben. Und was sind viertens meine Werte, die ich hochhalten will und um deren Realisierung ich mich auch selbst bemühe? Welcher dieser Werte soll Vorrang haben, wenn eine Entscheidung ansteht? Viele Menschen sprechen gerne davon, dass Werte nötig sind. Das ist ja schön und recht. Das Problem ist nur, Werte konfligieren grundsätzlich. Werte sind sich nicht grün und nicht harmonisch. Also, ich muss entscheiden, wenn die Entscheidung ansteht zwischen dem Wert der Freiheit und dem Wert der Bindung. Zwischen dem Wert des Risikos und dem Wert der Sicherheit, zwischen Geiz und Großzügigkeit. Fünftens, welche Gewohnheiten will ich sorgsam pflegen, mit denen ich mich im Leben wohnlich einrichten kann und die mir stets eine Rückzugsmöglichkeit bieten. Natürlich ist es wichtig, offen für Neues zu sein, aber Gewohnheiten erleichtern das Leben, da sie im Unterschied zur Konfrontation mit Neuem keinen Kraftaufwand erfordern. Wir können uns erholen in Gewohnheiten, aber nur dann, wenn wir sie auch pflegen und kein schlechtes Gewissen dabei haben. Nichts muss dann neu überlegt und organisiert werden, alles läuft wie von selbst ab und so gewinne ich die Kraft, mich wieder mit Neuem zu konfrontieren. Und sechstens, welche Ängste, welche Verletzungen, welche Traumata habe ich erfahren, gegen die ich nicht ankomme, die ich aber in mein Selbst integrieren kann, statt mich endlos daran abzuarbeiten. Eine unverzichtbare Ressource ist dabei siebtens das Schöne, an dem ich mich orientieren kann. Wo finde ich es? Was sind für mich schöne Momente, Anblicke, Tätigkeiten, Lüste, Begegnungen, Gespräche, Gedanken, die ich bejahe? Wenn wir sie bewusst wahrnehmen, was das ist, werden sie zu einer Quelle von Kraft, mit der sich auch größte Schwierigkeiten bewältigen lassen. Aus den Antworten auf diese sieben Fragen entsteht meine Geschichte. Die Geschichte des jeweiligen Menschen, die er mit sich teilen kann, aber auch mit anderen. Er kann sie sich und anderen erzählen
Und das bietet ihm eine Basis dafür, von dieser Geschichte immer wieder neu ins Leben aufzubrechen. Die Geschichte bleibt nur nie dieselbe. Wenn Sie sich selbst mal beobachten, selbst wenn Sie binnen von 24 Stunden Ihre Geschichte einem anderen Menschen erzählen, ist es nicht mehr exakt dieselbe Geschichte. Die Geschichte wird ständig umformuliert und das ist in diesem Fall auch vollständig in Ordnung, denn wir müssen jetzt kein makelloses, immer gleiches, unveränderliches Bild unserer selbst mehr aufrechterhalten. Wir brauchen keine gleichbleibende Identität mehr, sondern eine Integrität, die wir über Eckpunkte selbst definiert haben und in die wir auch Abweichungen, Veränderungen und sogar Widersprüche integrieren können. Das ist das Modell, nach dem wir nun auch die Definition der umfassenderen Integrität unternehmen wollen, die das äußere Wir darstellt, die äußere Gesellschaft, in der wir leben. Auch hier gilt, es geht nicht mehr um eine Identität, die nur dazu führt, sich um sie allzu sehr zu ängstigen und sich gegen neu hinzukommende andere Menschen und Veränderungen sperren zu wollen. Größere Klarheit über uns begründet auch hier eine größere Fähigkeit zur Integration. Und erneut beginnt der Prozess mit der Aufmerksamkeit jetzt auf die Gesellschaft, wie sie ist gegenwärtig, mit den vielen gemeinsamen, aber auch unterschiedlichen Stärken und Schwächen, dem Können und Nichtkönnen, den Gegensätzen und Widersprüchen, den Gegebenheiten und Möglichkeiten, Vorlieben und Abneigungen, Wichtigkeiten und Nichtigkeiten, Meinungen und Vorstellungen, Ideen und Begriffe, die unsere Gesellschaft im Augenblick teilen. Verbunden mit der Frage, was davon wir wollen, dass es zu akzeptieren ist und wer sich, wenn nicht, eventuell an welcher Arbeit der Veränderung versuchen sollte. Wer hält was für nötig, was für unnötig? Wem erscheint was richtig, was falsch? Was witzig, was peinlich? Was verstehen wir beispielsweise unter Ordnung, speziell wir in unserer deutschen Gesellschaft? Wer braucht wie viel davon? Und wer sorgt gegebenenfalls dafür? Was bedeuten uns Arbeit und Freizeit, Familie, Freundschaft und Liebe? So sammeln wir einige Kenntnisse über unsere Gesellschaft, die zur Grundlage für die weitergehende Definition werden, mit der wir parallel zur individuellen Selbstdefinition einen gemeinsamen Kern für das Zusammenleben in dieser Gesellschaft ausfindig machen. Einigermaßen beständig, grundsätzlich veränderlich. Die Diskussion darüber ist nie beendet. Sie flammt immer wieder neu auf, insbesondere im Gefolge einer Irritation. Insofern ist die momentane Situation günstig für Debatten und Auseinandersetzungen anhand wiederum dieser sieben Fragen. Erstens, was sind für uns die wichtigsten Beziehungen, die gesellschaftsbildend wirken, über die naheliegenden, etwa zu Kindern, Geschwistern, Eltern, Großeltern hinaus? Welche Beziehungen unterhalten wir zu Freunden, Kollegen, Bekannten und auch unbekannten Fremden? Es sind diese Beziehungen, die das Wurzelgeflecht der Gesellschaft bilden und möglichst auch ihre Hierarchien, ihre beruflichen und sozialen Milieus durchqueren sollen. Habe ich persönlich, haben Sie persönlich Menschen nur in Ihrem Milieu, mit dem Sie befreundet und bekannt sind? Oder kennen Sie Menschen aus einem ganz anderen beruflichen Milieu und eventuell auch aus einer ganz anderen Schicht der Gesellschaft? Das sollten wir, denn das
lassen, die menschliche Werbung entstehen, die Menschen aus anderen Ländern in unserer bestehenden Gesellschaft oft vermissen. Ein geringeres Maß sollte funktionalen Beziehungen zukommen, die gleichwohl für das Funktionieren der Gesellschaft und ihrer Institutionen unerlässlich sind. Es ist gut, wenn wir in ein Bürgeramt gehen, dass dort Menschen sind, die eine Funktion erfüllen. Die müssen nicht mit uns befreundet sein. Das wäre vielleicht eher hinderlich. Nicht gescheut werden sollten in unserer Gesellschaft agonale Beziehungen des Streits um das gesellschaftliche Leben nicht in allzu viel Konsens zu ersticken. Das ist uns möglicherweise passiert in den zurückliegenden Jahren. Scheuen sollten wir aber ausschließende Beziehungen mit Ausschluss als äußerste Mittel sanktioniert eine Gesellschaft ihre Straftäter. Gesellschaftlich wie privat sollte dies nur ein Mittel allerletzter Wahl sein. Zweitens, was sind unsere gemeinsamen Erfahrungen, die fester Bestandteil der bestehenden Gesellschaft sind und eventuell auch bleiben sollen? Das sind nicht unbedingt aktuelle Erfahrungen und es sind auch nicht unbedingt aktive Erfahrungen. Wir teilen sie nur mit anderen und machen sie vielleicht passiv. Etwa die Erfahrung, dass seit langer Zeit von außen besser zu sehen, als von innen aus dieser Gesellschaft konstant große Leistungen in den verschiedensten Bereichen von Sport, Kunst und Kultur, Geistes-, Natur- und Ingenieurswissenschaften hervorgehen. Das sind selbstverständlich Erfolge und Erfahrungen Einzelner und von Gruppen, aber die würden ohne das Bildungssystem und die Unterstützung durch die gesamte Gesellschaft gar nicht denkbar sein. Eindrucksvoll sind auch die Erfahrungen, die Erfolge, die nicht unbedingt wir persönlich gemacht haben, aber die wir teilen beim Wiederaufbau nach dem von Deutschland verschuldeten Zweiten Weltkrieg, bei der Aufnahme von Millionen von Flüchtlingen aus östlichen Ländern, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland ist nicht zusammengebrochen darüber. Der Aufnahme von Millionen von Zuwanderern aus Italien, Griechenland und der Türkei vor allem hat Deutschland nicht zu Boden gebracht. Und bei der mentalen, institutionellen und finanziellen Bewältigung der Wiedervereinigung nach der friedlichen Revolution in der DDR 1989 und bei der Aufnahme von 2,5 Millionen Spätaussiedlern aus Ländern der vormaligen Sowjetunion. Unsere Gesellschaft hat Erfahrung mit der Aufnahme von Menschen aus anderen Kulturen. Ich will nur aus dem Grund diese Beispiele für gemeinsame Erfahrungen unserer Gesellschaft hervorheben. Drittens, was sind unsere gemeinsamen Ideen und Träume? Was ist unser Glaube? Ich meine nicht konfessioneller Glaube. Unser besonderer Weg und vielleicht unser Ziel, unsere Sehnsucht. Ja, wir brauchen ein Wunschdenken. Da ist gerade einer, der mit so einem Titel versucht, Menschen, wie soll ich sagen, auf seine Weise zu inspirieren, weil er glaubt, Menschen bräuchten kein Wunschdenken. Aber ohne Wunschdenken verliert eine Gesellschaft die Dimension der Möglichkeit. Wer kein Denken ins Offene mehr zulassen will, greift sich in der bestehenden Wirklichkeit ein wie in einen Schützengraben. Wünsche eröffnen Möglichkeiten. Das ist ihre Funktion. Was wünschen wir uns für unsere Gesellschaft? Das ist eine Frage, die wir gemeinsam immer wieder diskutieren sollten. Es könnte zum Beispiel der Wunsch nach einer sozialen und ökologischen Gesellschaft sein. Das scheint mir viel sehr wichtig zu sein. Allerdings
scheitert selbst der bescheidene Wunsch darin, dass es keinen automatischen Übergang vom Wünschen zum Realisieren gibt. Das sollten wir uns vielleicht noch stärker vor Augen führen. Alles Mögliche lässt sich denken und wünschen, aber nicht alles Mögliche wird auch wirklich. Und das liegt nicht immer nur an bösen Mächten des Widerstands, sondern auch daran, dass eine Wirklichkeit nicht alle die denkbaren und wünschbaren Möglichkeiten umfassen kann, die den Individuen vorschreiben. Viertens, was sind unsere gemeinsamen Werte, die wir besonders schätzen? Welche sollen im Zweifelsfall Vorrang haben und welche auch im Konfliktfall gelten? Die weitgehend von allen anerkannten Werte stehen im Grundgesetz, dessen Formulierung übrigens bis auf Samuel von Pufendorf zurückgehen, der Anfang des 18. Jahrhunderts gewirkt hat und hier drüben in der Nikolaikirche begraben ist. Wir sind an der Quelle dieser Werte, jedenfalls der Formulierung dieser Werte, so wie sie in unserer Gesellschaft formuliert worden sind und im Grundgesetz stehen: die Unantastbarkeit der Menschenwürde, unverletzliche Freiheit der Person und ihre freie Entfaltung, sofern die Rechte anderer nicht verletzt werden, die Gleichheit aller vor dem Gesetz, die Bindung staatlicher Gewalt an die Grundrechte, die Freiheit des Glaubens und der Meinung, das gute alte Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Auch in der Epoche von Google und NSA, wir rücken nicht davon ab. Und wir sind letzten Endes stärker und haben den längeren Atem. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen, nicht wahr? Wir haben jetzt eine Situation, in der wir all das wieder zu schätzen lernen, was vorher im Grundgesetz stand und wie ein Sarg dort vernagelt war. Jetzt wird das wieder lebendig und gewinnt wieder Farbe. Im Grundgesetz steht auch, wie wichtig uns Familie ist. Aber es steht nicht darin, wie sie zusammengesetzt sein soll. Tatsächlich ist sie im Laufe der Zeit sehr bunt geworden und die meisten Menschen in der bestehenden Gesellschaft haben damit kein Problem. Nicht im Grundgesetz steht, und hat trotzdem Bedeutung für unsere Gesellschaft, der Wert der Arbeit, sowie der Wert der Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit, für die unser Land in der ganzen Welt bekannt ist. Manche halten das für sekundäre Werte, aber führen Sie sich mal vor Augen, was noch bleibt in der Gesellschaft, wenn der Wert der Verlässlichkeit schwinden würde. Einen blassen Eindruck davon gibt uns die Bahn. Die nur noch dem Namen nach deutsch ist. Zu vernachlässigen ist meiner Meinung nach der von manchen übermäßig geschätzte Wert der Gutgelauntheit und des Optimismus. Bleiben wir bei dem, was wir können. Und das heißt Missgelauntheit und Pessimismus. Das haben wir gelernt. Und das ist unser Alleinstellungsmerkmal auf dieser Erde. Wollen wir uns überhaupt nicht mehr unterscheiden von anderen? Mittlerweile gibt es über alle Erfahrungen, die gezeigt haben, dass pessimistische Menschen präziser, pünktlicher und verlässlicher arbeiten. Wer will das attackieren, um unsere Wirtschaft eventuell kaputt zu machen? Die Mischung macht's. Wir können ja gut gelaunt sein, aber auch schlecht gelaunt. Wir können freundlich sein, aber auch ausgesucht unfreundlich. Wir können großzügig sein, aber auch geizig. Und keineswegs nur gegenüber Fremden. Fünftens. Was sind bei allen Gegensätzen unsere gemeinsamen Charakterzüge und Gewohnheiten, die
wir auch als Gesellschaft sorgsam pflegen wollen. Unseren Autofahrern scheint es mehrheitlich angeboren zu sein, jede vernünftige Geschwindigkeitsbegrenzung abzulehnen. Das müssen wir in diesem Status akzeptieren. Im Gegenzug respektieren ja immerhin fast alle die Zebrastreifen, was in kaum einer anderen Gesellschaft vorkommt. Was wiederum aber bei weitem nicht für jeden Fahrradfahrer gilt. Eine rühmliche Ausnahme habe ich jüngst erlebt. Ich setze den Fuß auf den ersten weißen Streifen und zögere etwas, weil es rauscht also einer mit seinem Fahrrad mit Karacho heran und hält mit quietschenden Bremsen Zentimeter genau vor mir, grinst mich breit an und sagt, muss so, oder? Seine Hautfarbe war sehr dunkel. Ist das jetzt also gelungene Integration oder Übereifer? Wir haben das nicht ausdiskutiert, sondern haben uns gefreut über die Situation. Und jede Gesellschaft liebt ihre Gewohnheiten. So wie Engländer gewohnheitsmäßig auf der falschen Straßenseite Auto fahren, stehen wir als Fußgänger sinnlos an roten Ampeln her. Das lassen wir so. Es gibt keinen Grund daran, etwas zu ändern. Dafür bewundern, öfters belächeln uns andere Menschen aus anderen Gesellschaften. Eine andere Gewohnheit, die uns englischsprachige Menschen hartnäckig nachsagen, hat sich längst verloren. Wir essen sehr selten Sauerkraut, obwohl es eigentlich total vegan ist. Wir essen häufiger Bratwurst, Fleisch wie vorher vegan und am liebsten Currywurst. Dafür besuchen uns die Menschen aus der ganzen Welt drauf. Die wollen Currywurst hier essen und kriegen sie ja mittlerweile auch an jeder Ecke. Der Rest unserer Speisekarte kündet davon, dass die Integration von Kulturen durch den Magen geht. Das Wiener Schnitzel, das jedes Restaurant anbietet, stammt vermutlich aus Wien. Pommes haben die Franzosen auf dem Gewissen. Pizza ist ein Mitbringsel italienischer Migranten. Döner wurde in Berlin erfunden, das wissen Sie, aber nicht von einem Deutschen. Wir warten auf weitere kulinarische Köstlichkeiten. Bei einer syrischen Flüchtlingsfamilie konnte ich schon mal eine Kostprobe nehmen. Vielversprechend, was sich da anbietet. Sechstens, was sind unsere gemeinsamen Ängste, Verletzungen und traumatische Erfahrungen, mit denen wir irgendwie zurechtkommen müssen? Traditionell ängstigen wir uns in der deutschen Kultur gerne. Es ist eigentlich unwichtig, wovor, Hauptsache. Das ist auch gut so aus philosophischer Sicht, weil Ängste erschließen das Leben und die Welt. Nur wenn wir Angst haben vor etwas und um etwas, bemerken wir, wie wichtig uns das ist. Wenn Sie Angst um Ihre Frau, um Ihren Mann haben, um Ihre Kinder, dann zeigt das, die sind Ihnen nicht gleichgültig. Das ist sehr wertvoll. Also bewahren wir unsere Angstverliebtheit. Verletzt fühlen wir uns auch sehr gerne. Jeder Einzelne, insbesondere in seiner Autonomie, die nicht angetastet werden darf, ihn aber auch allmählich beziehungsunfähig macht. Denn Beziehungen kommen ohne zumindest unachtsame Verletzungen nicht aus. Lässt sich unser Autonomiebedürfnis irgendwann noch auf ein verträglicheres Maß reduzieren? Zu den kleineren gesellschaftlichen Traumata zählt der PISA-Schock, dessen Folgen für das Bildungssystem seither mit Eifer und wachsendem Erfolg angegangen werden, denn in einem Land, das über keinen nennenswerten Rohstoff verfügt und davon lebt, dass es Weltmarktprodukte hervorbringt, ist Bildung der entscheidende Rohstoff. Langsam spricht sich das um. Das große gesellschaftliche Trauma aber ist jenes, dass unsere Vorfahren in der Zeit des Nationalsozialismus anderen zugefügt haben und für das sich die große Mehrzahl der Menschen in der bestehenden Gesellschaft weiterhin verantwortlich fühlt.
dass von diesem Land das denkbar größte Unheil ausging, macht uns sensibel für neues drohendes Unheil. Das ist ein Grund dafür, dass wir selbstkritischer sind als jede andere mir bekannte Gesellschaft auf diesem Planeten. Siebtens, was ist im Gegenzug das gemeinsame Schöne, an dem wir unser Zusammenleben orientieren können? Also das Bejahenswerte, das alles Trennende überstrahlt und aus dem immer neue Kräfte zu schöpfen sind, mit deren Hilfe auch etwas Negatives wieder ausbalanciert werden kann. Ich weiß, das ist banal, aber entscheidend ist, dass es wirksam ist. Wir grillen gern und reisen gerne rund um die Welt. Auch wenn wir es nicht immer schön finden, dass auch der Nachbar grillt und wir anderen Deutschen irgendwo begegnen, die im Unterschied zu uns touristische Trampeltiere sind. Wir finden unsere Sprache schön und können leidenschaftlich um jedes ihrer Details streiten, oft in der festen Überzeugung, dass wir allein die Hüter der Sprache sind. Viele von uns schauen gerne Tatort und fast alle lieben Weihnachten, das keineswegs nur ein christliches Fest ist. Romantik finden wir schön. Sie gehört zu unserer Geschichte wie auch eine nüchterne, rationale Pragmatik. Dinge wie den Wald und das Brot lieben wir so sehr, dass sie als Trost des Lebens für uns fungieren. Und sagen wir es ganz offen, wir finden es sehr schön, Recht zu behalten. Die Welt wird schon noch sehen, dass sie nur an der deutschen Energiewende genesen kann. Dann wird es zwar zu spät sein, aber sie wird daran selber schuld sein, denn sie hätte es wissen können, wir haben es ihr gesagt. Jeder dieser Punkte ist grundsätzlich veränderbar. Aber der Verzicht auf ständige Veränderung von allem und jedem sorgt erst für die Stabilität, die unsere Gesellschaft braucht, um integrieren zu können. Der definierte Kern lässt sich ergänzen um eine weniger definierte, fluktuierende Peripherie, in der sehr viel Flexibilität möglich ist, vieles ausprobiert werden kann und Begegnungen, Erfahrungen, Meinungen und Moden ständig kommen und gehen können. Ein breites Maß an peripheren Begegnungen und Erfahrungen reduziert die Gefahr innerer Verarmung in der Enge einer allzu ängstlichen Gesellschaft. Wer definiert diese 7 Eckpunkte? Es gibt keine Zentralinstanz. Auch die Duden-Redaktion ist nicht zuständig. Jeder definiert, nämlich mit seiner Lebenspraxis. Alle definieren, indem sie sich über die Eigenheiten der Deutschen unterhalten und sich darüber entrüsten. Denn wir entrüsten uns auch gerne. Wir mögen es nicht, wenn es nichts zu meckern gibt. Und das ist nicht nur in Berlin so. Definitionen der Gesellschaft geschehen nicht abstrakt anhand des Abhakens von Punkten. Sie sind eingebettet in die Erzählung der Geschichte des gemeinsamen Lebens. Die Erzählung sorgt für den roten Faden der Kontinuität in der Zeit und reibt Erfahrungen und Vorstellungen so aneinander, wie dies für die meisten der Mitglieder der Gesellschaft stimmt. Die Erzählung soll festgehalten werden, daher symbolisieren wir diese Erzählung gerne in Dingen, in Gebäuden. Die Nikolaikirche, in der Samuel von Pufendorf und andere begraben sind, ist ein Gebäude, das zum Symbol geworden ist, zum
festgehalten in Denkmälern, in Liedern, in Gedenk- und Feiertagen, die die Geschichte des gemeinsamen Lebens repräsentieren. Die Erzählung der individuellen Geschichte einzelner Menschen trägt zum Entstehen der integrativen Gesellschaft bei. Jetzt aktuell ist ein tolles Beispiel dafür das Projekt Storytelling Arena, das im Wasserturm in Kreuzberg stattfindet, wöchentlich, wo Flüchtlinge den interessierten Berlinern ihre Geschichte erzählen. Die Idee einer Schottin, die hier in Berlin lebt. Wir verdanken immer anderen Kulturen sehr, sehr viel, insbesondere in dieser Stadt. Und wenn es zum Konflikt kommt zwischen den Neuankommenden und den bestehenden Werten und Vorstellungen der Gesellschaft, dann hat sinnvollerweise erst einmal das Bestehende vor. Es kann grundsätzlich verändert werden, wie dies in der Geschichte ja schon häufig geschehen ist und weiterhin geschehen wird. Möglicherweise kehren wir irgendwann sogar wieder zum Sauerkraut zurück. Wer weiß. Aber die Beharrlichkeit des Bestehenden bietet den Bezugspunkt, zu dem sich andere in Bezug setzen können, ohne den sich jegliche Festigkeit verlieren würde, und davon hätten auch die Neuankommenden nichts. Die wollen nicht mit Brei zu tun haben, die wollen mit einer Wirklichkeit zu tun haben, denn das ist, was sie verloren haben. Die integrative Gesellschaft zielt darauf, das Entstehen von Parallelgesellschaften zu vermeiden, die sich nicht berühren und so erst recht Feindseligkeiten gegeneinander entwickeln. Noch gated communities tragen nichts zu einer integrativen Gesellschaft bei. Und wenn es zum internen Konflikt in der bestehenden Gesellschaft kommt, wie wir das erleben, aktuell in der Frage des Umgangs mit Flüchtlingen, die Integrität umfasst auch Dissens, Abweichung, Streit, die zur freien Meinungsäußerung gehören und zur politischen Willensbildung beitragen. Ich kann nur sagen, ab in die Parlamente. Ja, wählt sie. Dann werden sie zeigen müssen, was sie drauf haben. Und was eventuell auch nicht. Das wissen wir dann in ein paar Jahren. Trotz allem sollte für diejenigen, die sich das zutrauen, und das sind meiner Meinung nach Humanisten oder sollten es sein, der Versuch zu verstehen leitend sein. Immer versuchen zu verstehen, warum ist das so, warum denken andere Menschen anders, gibt es vielleicht wirkliche Gründe dafür. Zu verstehen ist aktuell, dass einige in der bestehenden Gesellschaft sich einer irritierenden oder gar feindseligen Welt gegenüber fühlen, gegen die sie glauben, sich behaupten zu müssen. Zum Zweck des Lebens wird für sie die Nation, die in ihren Augen allein noch Halt gibt in einer haltlosen Welt. Dass andere Antworten reizvoller sein könnten, muss ihnen vorgelegt werden. Da helfen nicht theoretische Diskussionen. Dann wird vielleicht deutlicher werden, wie viel Sinn daraus resultieren kann, dass Kulturen sich begegnen. Diversität, die integriert wird, fördert die Kreativität. Die Geschichte bietet reichlich Beispiele dafür. Die Utopie einer Gesellschaft der Lebenskunst zielt auf ein schönes Leben für jede und jeden. Schön ist das, wozu ein Mensch möglichst voll und ganz Ja sagt. Dasjenige also, was ihm oder ihr bejahenswert erscheint. Es handelt sich dabei um eine individuelle Wertung, die nicht von anderen geteilt werden muss und keine Allgemeingültigkeit beanspruchen kann. Sich um ein schönes Leben zu bemühen, kann heißen, das Leben bejahenswerter zu machen, hierzu aber auch eine Arbeit zu leisten, an sich, am eigenen Leben, am Leben mit anderen und an den Verhältnissen, die dieses Leben beeinflussen. Das schöne Leben ist nicht unbedingt ein leichtes Leben. Es bezieht nicht nur angenehmes und lustvolles,
und Positives, sondern auch Unangenehmes und Schmerzliches und Negatives mit ein, das die tieferen Erfahrungen bedeuten kann. Es ist sinnlos, es aus dem Leben ausschließen zu wollen, was ohnehin gar nicht möglich ist. Das schöne Leben ist nicht perfekt. Es ist nicht das, was gewöhnlich unter einem guten, gelingenden und glücklichen Leben verstanden wird. Es integriert auch das Misslingen und das Unglücklichsein. In der Tradition des Humanismus spielte diese Idee des schönen Lebens eine tragende Rolle, insbesondere bei Petrarca, Pico della Mirandola, Erasmus von Rotterdam, Montaigne. Die Dignitas hominis, die Würde des Menschen, sah beispielsweise Pico della Mirandola in seiner gleichnamigen Schrift verwirklicht, wenn ein Mensch zum Dichter des eigenen Lebens werden kann. Die Möglichkeit dazu, nicht nur für sich, sondern auch anderen zu verschaffen, ist ein Teil der Menschenliebe, die Humanisten auszeichnet. Vor diesem Hintergrund erhebt sich historisch in der Aufklärung die Forderung nach Anerkennung der Würde aller Menschen und nach Verwirklichung von Menschenrechten, zu denen das Asylrecht zählt. Im Neuhumanismus wird dies mit einer Idee von Schönheit des menschlichen Lebens verbunden, um die volle Entfaltung der leiblichen, seelischen und geistigen Anlagen eines Individuums zu fördern. Das finden Sie bei Herder, Lessing, Goethe, Schiller sowie Alexander und Wilhelm von Humboldt. Das Projekt der Neubegründung einer Philosophie der Lebenskunst versteht sich als Fortführung dieser humanistischen Tradition. Es umfasst jedoch auch die Bereitschaft, sich auf die in der jeweiligen Aktualität aufbrechenden pragmatischen Fragen des Humanismus einzulassen. Denn bei aller Schönheit der Idee der Menschenliebe kennt auch diese Liebe einen Alltag, der bewältigt werden muss. Nicht nur von einem Staat im Auftrag der Gesellschaft, nicht nur von Organisationen, sondern auch von jedem Einzelnen im eigenen Auftrag. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Gedanken geben dazu, was Lebenskunst und integrative Gesellschaft